sind langsam sich mit der Arbeitszeit-Challenge durch. Also muss ich mir langsam aber sicher Gedanken machen, was das nächste Projekt sein könnte, damit wir so wenig wie möglich Top-Lane spielen müssen. Auch ein neues, cooles Projekt, das sowohl cool ist zum Zuschauen als auch von der Umsetzbarkeit. Denn beides zu kombinieren ist aber recht schwer. Weil viele von den Projekten, die Viewer sich vorstellen, involvieren immer Smurf. Und Smurf ist nicht so geil. Wenn du jetzt Unranked to Challenger und Stomp währenddessen Goldspieler, ist jetzt nicht so das coolste Format. Andere Challenges, die sich Viewer vorstellen, ist so, mach Ultimate Bravery to Challenger und mit Ultimate Bravery schaffst du halt gar nichts. Dann wirst du jedes gern verlieren. Schon in Diamond oder in Platin. Also ja. Thomas ist nicht bei Supports angezeigt, weil er so selten gespielt wird, oder was? Oder es liegt es vielleicht daran, dass wenn er gespielt wird, er meistens Gold kriegt und dann ist er eher eine AD Carry, weil er mit Senna gespielt wird, oder wie? Das war das System, das nicht detected, dass es ein Support ist. Naja, er ist ein Toplaner, das war's. Er ist kein Support. Lol. Interessante Frage, Tischheld. Wenn ihr Magic Resistance und Armor braucht, geht ihr dann so Magic Resistance Armor oder so? Seid ihr eher Typ 1? Das ist Typ 1 oder seid ihr eher Typ 2? Das ist Typ 2. Typ 2? Really? Wenn wir die abschlecken, Early Game gewinnen wir doch safe, trust. Wir haben actually 1, haben wir das bei weniger, wir haben Ghost. Sonst sieht man oft, dass so Tam Kench einfach Level 2 disrespected wird und man einfach auf die Leute raufholen kann. Erwähnen kann. Ja, das war ein sehr teurer Kenner mit den Haar. Der Hammerdingers Movement ist crazy. Fein. Okay, ist nicht fein. Ist noch auf einen Geist, die cleanse jetzt einfach und rennt raus. Ist tragic. Und jetzt kriegen die noch Double Buff. Oh, ich hätte aber den Gang wegpingen müssen. Wir waren davor schon zu low, honestly. Wir haben uns auch hops genommen in Danny Face. Und nehmen wir einfach die Krabbe. Das Ding. Das ist so tragic, Mann. Ja, Game sieht schon mal recht rough to the Mac tough aus. Will, dass der Jungle noch nebenbei die Krabbe nimmt, während er einfach gechased wird, aber ist halt gut für ihn, weil sie one-hitten kann und sich währenddessen hochhalten. Jungle-Rolle. Oh, Status poppen auf mit Ari-Ult. Geht leider nicht Ari-Heilung. Er ist so fucking gut, oder was? This guy, he's just carrying the game 1v9, honestly. Nein, Rainer. Thomas muss moven, dann go. Mein Twitch ist 1 HP, aber. Geht nicht alleine rein. Ist fein. Ist nicht fein. Okay. Thomas ist ein wilder Ramp weg. Hä? Ist nicht bereit da? Okay, das wird einfach eine komplette Tragödie werden. Er ist davor nicht bereit, aus Mitte zu move und macht jetzt diesen Play. Why? Okay. Well, GG, I guess. Wenn er jetzt nicht komplett Pentakill macht. Ich meine, er ist popping off, aber. Er hat kein Flash, vielleicht kann er das noch gewinnen. He's completely 1v9, aber das reicht nicht. Oh! Er ist so fucking 1v9, aber das reicht trotzdem nicht. Ja, der hat Quacken Slash, wenn ich wirklich fighten. I guess. Ja, yeah. I mean, what can I do? Machen viel zu viele Solo-Plays. Auch Ramos einfach immer alleine reingeheatet. Gegen den Play gemeinsam und werden einfach einzeln abgegrast. Not the way to do it. Twitch to Bombi 1, Ramos to Bombi 1. Oder Bombi 2 und ich stepp dann auch Bombi 2. Ahahaha. Hast du einen Ribbon Kill? Und das W-Prediction in der Wand auf jeden Fall von mir. Ich hab doch hier 600 Gold Badger Gant. Nein! Ich muss aber Kaiser ulten. So close. Der wäre doch gleich welche Reichweite gewesen für Locket, ne? Nice, wenn wir ihn mal so bekommen. Ist okay, 600 Gold an Heimerdinger. 600 Gold an Ramos. Diese Turrets sind so lästig. Not good, guys.
Einfach du Ecke mache, während ich noch dabei bei Wards zu klären. Aber gut, die Hand gegangen. Oder ein Ding ist vorbei. Wir haben dann wieder Drake bekommen. Echt krass, das Heimding einfach zwei Level über mir ist. Brauchen, was brauchen wir mehr? Armor mittlerweile? Ich weiß gar nicht, was ich für ein Armor heute kaufen sollte. Hier einfach ein Nachteil aus und Beine irgendwen. Toplane, Toplane, Toplane. In die Toplane Killers. Drake spawnt gleich, aber Toplane. Ja, das ist ein bisschen sehr deep, ne? Oh mein Gott. Kann ich erst in 5 Sekunden fressen. Wukong hinten. Hätte ich einfach fressen sollen, so mal ehrlich. Oh, ich hab mich geheilt. Nice, war nicht bad, aber ja, ich hätte einfach alles fressen sollen. Dadurch könnte ich mehr Zeit generieren, wenn ich die restlichen Leute knock habe. Und ich meine, ich habe zwei Leute genockt gehabt, aber mein Schild ist riesig. Einfach ihn zu schielen wäre besser gewesen. Müssen wir ein bisschen besser zusammenspielen. Dass Ramos auch reingeht, wenn andere Leute hitten können und Riven nicht den zweiten Turm bleibt und so. Oder nicht bekommen. Bleib doch bei mir, Freund. Hätte ich retten können. Wenn er nicht rausdasht, rette ich ihn. Ich hätte auch hier Nash forcen sollen, jedes Mal, statt die Base zu diven und wieder zu sterben. Aber das ist der Klassiker, I guess. Oh, au, 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 au. Okay, ich bin da, um zu retten, ist alles gut. Ich hätte früher wählen müssen, ist mein Fehler. Wir mehr kriegen können hier. Das war ein sehr guter Fight diesmal. Auch straight gefeastet, damit da nichts falsch laufen kann. Diese Chase-Fights die ganze Zeit. So, wieder resetten für neue Wards, guys. Und straight zum nächsten Fight. Freue mich. Meine Wards. Oh, Baby. Bam, Junge. Man muss gar nicht weiterrollen, warum nicht? Boah. Oh, tut das weh. Renn! Das heißt, es ist tot, das ist nicht gut. Komm doch zu mir, dann fress ich! Lass dich fressen! Du stirbst an Death Stance, ich hab sie gerettet. Meine Fresse, ich muss dafür flashen. Ich hab sie vor dem fucking Death Stance gerettet. Kann bitte einer mal mit meinem Champion spielen? Ich kann mir nicht ulten, weil alle immer von mir wegrennen. Sie ist von mir literally weggeflasht. Aber gut, was ich gemacht habe. War sehr gut, war sehr gut. Ach, ich sollte es denn, ich habe hier kein Item Base. Ja, Drake soll dann die Gegner gehen. Die kommen jetzt aus Base. Mein Salas kann vielleicht noch fighten, aber ich gehe jetzt safe back to Base. Ich kann jetzt literally nicht binden, weil ich Damage genommen habe. Ach, come on. Ich wollte ready sein, ihn zu fressen. Ich hatte Angst um ihn. Aber komm doch einmal zu mir, Mann. Vielleicht auch wieder von meinem Locket weg. I can't. Ich hätte ja gestern nur einen retten sollen. Vielleicht war Ramos oder so fein. Aber Ramos war wichtiger. Wenn Ramos stirbt, dann nehmen wir Nash. Die bitte auf, von mir wegzuflashen, wenn ich sie retten kann. So fucking sad. Ja, ich hab noch... Ja, ja. Noch einer. Noch einer und E. Nice. It's beautiful. Lass Nashen bitte. Einmal unserem Leben jetzt Nash forcen. Guys, wir sind viel zu spät für Nash. Wir hätten statt Mitte der Pierce mal Nash machen sollen, aber... Halt, wir machen den. Yippie! Ich rette dich. Hab dich vor der Q von Ari gerettet und das Shield Peng. It's the boys. It's the greatest Nash call of all time. Ihren Flash. Nein, Riven! Ich hab ihn gestunt. Das erste Mal im Game, dass ich mit dem Q jemanden gestunt habe. Wuhu! Cannon, Cannon, Cannon! Wuhu! Doch geil, den nächsten Champion mit einem einzigen Game geschafft. Und bam, mein Kill. Gerade. Cannot end, cannot end, can't end, can't end. Ich habe selten erlebt, dass so viele Leute immer wieder wegrennen von mir, während ich da kurz davor bin, sie zu retten, dass sie einfach immer reinhauen.
Nicht mich! Geht weg! Nein, ein Spiel, ein Spiel. Back to base? Wollen wir zurückgehen? Neue Wards? Neue Wards, Chat, neue Wards. He's going deep! Na, was? Ich bin einfach tot hier! Aber wieso? Warum? Ja, ich wollte ihn retten. Ich wollte reinwählen und ihn fressen, aber er war schon tot. Can win, can win, can win. Okay, go in, go in, go in. Nein, go in, na, muss ihn, glaube ich, nicht fressen, oder? Doch, muss ich. Oh no, Twitch ist tot, Ramos ist base. What are we doing, bro? Er geht wieder rein. Und der Zombie, nein. Das reimt sich. Rein auf nein. Cool. Und BAM! So einer ist das nämlich. Dann Turm tötet mich jetzt noch. Okay, Drake gleich. Neue Wards, neue Wards. Wie wär's mit neuen Wards? Ich hab Bock auf neue Wards. Ah. Er ist an seinem eigenen Death Stance, an seiner eigenen Ult gestorben. Dann in sein eigenes GA genockt worden. I think that's beautiful. This is my last resort. He's going deep, warte, fein. Muss nur kurz Ratte retten. Ausspucken. Größte Schild, das die Welt je gesehen hat. Geister, möchtest du ignited werden von mir? Jetzt hier, BOM! Oh, okay. Möchtest du sie bekommen? Nice! Ey, gutes Game vom Kenshin beim ersten Versuch. Let's go, boys. War sehr seltsam. War ein wirklich wilder, wilder Fistfight. I guess mechanically triumphiert. Warte, ich will mal kurz gucken. Wo sieht man das hier? Ist ja wirklich oft gebased, ne? Oh, der König. 5 Sekunden. 41 Minuten! 41 Minuten! Und nur Heimerdinger hat Pinkwards gekauft. 4 Enemies haben nicht ein einziges Mal ein Pinkwort gekauft in 41 Minuten. Auch Silas und Twitch. In dem Spiel haben 6 Leute, also die Mehrzahl der Spieler, 60% der Teilnehmenden, haben nicht einen einzigen Pinkwort gekauft. Nicht euer Ernst. Das shit is not serious. 41 Minuten Fistfight. Gut, dass ich nicht Topline gecute habe. Stellt euch vor, was dann bei. Bruder. 41 Minuten 0 Pinkwords auf 6 Menschen. 6 Menschen, nicht Bots, Menschen. Alter.